Hallo! Heute sprechen wir über den Unterschied zwischen zwei temporalen Präpositionen, und zwar vor und seit. Warum sagen wir, ich bin vor einer Woche nach Deutschland angekommen, und wir sagen, ich wohne in Deutschland seit einem Jahr? Vor nutzen wir, wenn eine Handlung oder Zustand oder Ereignis schon beendet ist. In diesem Fall nutzen wir Vergangenheitsform. Zum Beispiel: Ich bin vor 3 Tagen nach Deutschland angekommen. Das heißt, wir brauchen Partizip 2 des Verbs. Zweites Beispiel: Maria hat die Deutschprüfung bestanden. Lass uns ein Beispiel im Präteritum nehmen. Lise hatte vor 3 Wochen Urlaub. Zusammengefasst, vor ist die Antwort auf die Frage wann. Beispielsweise, wann joggt er? Vor der Arbeit joggt er gerne. Zweite Temporalpräposition für heute ist seit. Seit bezieht sich auf die Vergangenheit bis jetzt. Das heißt, die Präposition signalisiert, dass eine Handlung, Zustand oder Ereignis in der Vergangenheit schon begonnen hat, aber noch nicht beendet ist. Neben der Präposition seit steht eine Zeitangabe im Dativ. Diese Zeitangabe drückt aus, wie lange hat ein Ereignis, Zustand oder eine Handlung schon andauern? Was Zeitangabe plus Dativ bedeutet? Nehmen wir als Beispiel. Seit plus Dativ. Der Monat. Das ist Artikel der im Maskulin. Und jetzt bilden wir seit plus Dativ. Seit einem Monat. Oder Feminin. Die Woche, seit einer Woche. Neutrum, das Jahr, seit einem Jahr. Aufpassen und im Plural nicht in Endung des Namens vergessen. Zum Beispiel, die Monate, seit 3 Monaten. Seit ist die Antwort auf wie lange oder seit wann. Seit meinem Schulabschluss habe ich kein Buch gelesen. Das ist nicht die Wahrheit. Wenn du dieses Video hilfreich findest, bitte Like und Subscribe oder Abo-Button anklicken, sehr gerne einen schönen Kommentar schreiben oder dieses Video teilen. Bis nächstes Mal!